Helly Bieber-Fieber kennt ihr auch, ja? Im Moment sieht man ja nichts anderes. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe das auch ausprobiert und habe dazu unsere Glossies genommen, ja? Einmal den Rosé, dann habe ich einmal den White genommen, den Creamy White und einmal Baby Rosé. Dann habe ich hier unser Puder genommen, was optimal dafür ist, ja? Das findet ihr auch im Internet. Und zum Abschluss habe ich unseren flexiblen Glossy genommen, den man super gut bei Chrome nehmen kann, weil er nichts abbricht, ja? Sonst hat man ja immer das Problem, vorne hielt das nicht so. Mit diesem Glossy passiert das nicht mehr. Ja, und ich habe einen normalen Aufbau gemacht, ich nehme jetzt mal das Trinkel Rosé und dann zeige ich euch das mal. Also wirklich nur einen normalen Aufbau anmattieren, dann hier unseren Rosé. Jetzt habe ich es aufgetragen und jetzt 60 Sekunden in die LED-Lampe. Ihr könnt so einen Applikator hier nehmen zum Einreiben. Ich mache es aber am liebsten mit meinen Fingern und Handschuhe und reibe das richtig schön ein. So, und schaut mal, wie schön das glänzt. Dieser Effekt Chrom. Und dann nehme ich unseren neuen Flexi-Gloss. Den machen wir jetzt auch noch drüber und lassen ihn auch 60 Sekunden aushärten in der LED-Lampe. Und das kann sich sehen lassen. Glänzt auch wirklich wunderschön. Und mit den anderen Farben sieht es dann so aus. Wichtig ist nur wirklich, das möchte ich euch noch mal ans Herz legen, das ist unser neuer Versiegler, den Glossy Top. Gerade wenn man Chrom macht oder wenn man Folie macht, es hält super gut damit, ja. Ich habe oft gehört, viele hatten Probleme mit Folie, dass es dann wirklich abgegangen ist, die Folie samt der Glanz. Passiert euch hiermit nicht mehr. Also schaut im Internet, wir haben alles online. Ciao, Andrea.